Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Dawngate mit Maru. Hallo, Dalu. Und natürlich mir. Ich spiele diesmal Varion, wieder ein Ranged Carry, also wie in der ersten Runde Ranged Physical, ganz normal. Wir gehen alle einmal durch, seht ihr, dauert natürlich auch ein bisschen. Wen spielst du, Maru? Das überlege ich mir gerade noch. Ich will meine Rolle schon mal aus. Diesmal spiele ich ja nicht Assassin, diesmal spiele ich wirklich auf Kills, so wie ich es eigentlich auch wollte. Wir haben ja hier schon zwei Hunter. Hier ist schon einer als Hunter drinne. Okay, dann spiele ich was anderes. Dann nehme ich... Hunter ist übrigens der Jungler. Das stimmt übrigens. So, Varion kann ich ja schon mal hier kurzzeitig erzählen. Oh, jetzt habe ich keine Wahl. Mein Loadout. Ich bin jetzt gezwungen, die zu nehmen, aber dann bin ich ein Gladiator. Wir haben schon zwei Taktiker. Was nehme ich denn mit denen? Ich habe jetzt wieder nicht angeguckt, was die Spezialsachen sind, aber ich bin irgendwie Nahkämpfer mit Wut, also brauche ich so ein bisschen Rüstung. Bei Rüstung, dem gehe ich komplett auf Damage. Ja, ich mache Rüstung und Power, also das dritte, glaube ich. Mit Movement Speed, ja, ich bin Nahkämpfer. Ah, das zweite, ja. Okay, klar, habe ich auch genommen mit dem Rest. Ich nehme natürlich hier wieder komplett Ranged Carry mit Varion, deswegen auch wieder nur plus 18 Power Gladiator, damit ich für Minion Kills Geld bekomme. Das ist meine finale Entscheidung und jetzt warten wir, bis losgeht. Ja, finde ich schon mal hier Schlockemittel auch schon schön aus. Wir haben auch zwei Leute, die Support machen wollen und einen Jungler. Das heißt, theoretisch wäre das perfekt. Hier unten der Jungler, die beiden Supporter und wir als Carries. Gegnerteam hat es auch eigentlich so. Die haben anstatt einen zweiten Support haben die noch ein Essen mit dabei, sag ich mal. Was ich sagen würde, mir gefällt der Ladebalken. The Dawn Gate. Ja, schnell. Beziehungsweise es wird wie in Dota schon geladen, während alle sich den Charakter aussuchen. Soll mit der Power anfangen. Ich soll mit Life Leech anfangen, das ist klar. Ich bin ja Nahkämpfer. Und drei Pots mit für mehr Lane Sustain. Ich weiß nicht, mit welchem Supporter ich und du gehen soll. Ich sollte eigentlich mit dem Nahkämpfer, wenn es einen gibt, gehen. Unten ist auf jeden Fall der eine ist ranged, der Hüsbeck. Vielleicht solltest du mit dem gehen. Und der Asmirk ist unser Jungler, genau. Dann gehe ich mit Hüsbeck runter. Oben. Jetzt gucke ich mir erstmal meine Fähigkeit an. Wir machen das wie letztes Mal. Mit dem Passiv fangen wir an. Ich habe eine Chance, dass ich meine Fähigkeiten casten kann, ohne was zu zahlen, also ohne Mana oder sonstiges zu verbrauchen. Okay, meine... ohne Cooldowns. So, meine ist, ich benutze Wut für meine Fähigkeiten. Die da unten 50 von 100 Wut habe ich gerade. Ich kriege Wut, wenn ich unter 50 Wut bin, bis ich wieder 50 Wut habe. Und für jede Autoattacke, die ich mache, kriege ich mehr Wut und mehr Haste. Eine erste Fähigkeit ist eine spezielle Patrone, die hier rauskommt, so ein bisschen Ezreal-mäßig mit dem Q-Skill und den ersten Gegner, den ich treffe, bekommt 70 Schaden und geht sogar durch die Gegner durch, macht dafür 8% weniger Schaden an jedem Gegner, den es trifft. Okay, meine erste Attacke hat zwei verschiedene Casts. Der erste Cast macht halt eine Wunde im Gegner und lässt ihn für 3 Sekunden bluten und wenn ich 50 Wut zahle, kann ich es nochmal aktivieren, mach instant den Schaden, der noch übrig ist, plus 80 plus Power. Ich kann ein Portal schmeißen, das 4 Sekunden stehen bleibt, zu dem ich mich direkt hin teleportieren kann, wenn ich die Fähigkeit nochmal drücke. Ja, ich habe Blazing Speed, damit kann ich irgendwo hinspringen und mach Schaden und für Wut kann ich nochmal springen und erhöhe meine Bewegungsgeschwindigkeit um 40%. Meine dritte Fähigkeit ist Inside Shell, die hat ein Passiv. Für jedes Mal, wenn ich eine Fähigkeit benutze und halt nicht diese Fähigkeit, bekomme ich mehr Haste und meine nächsten beiden Auto-Attacks machen extra Schaden. Das kann 6-mal stacken und hält 5 Sekunden. Und wenn ich sie aktiviere, feuere ich eine Flare Shell, also eine besondere Kugel, die einen großen Radius trifft und ja. Kleinen Moment, und alle Gegner aufdeckt, also so ein kleiner Hawk von Ash. Ich kann so einen Aufdeckpfeil in die Büsche schießen. Entschuldigung, hätte ich eher wissen müssen. Ja, meine Fähigkeit Crippling Blow. Erst, also ohne Wut, draufhauen und slowen. Mit Wut wird er gestunt. Ja, meine Ulti ist eine riesige Granate, die ich sozusagen schieße, die explodiert bei Kontakt und allen Gegnern in der Umgebung trifft. Oh, schön, so ein Herzschlag, wenn ich genug Wut habe, um die Fähigkeit nochmal zu benutzen. Meine Ultimate, Zorn, ich gehe Berserk, viere dabei erstmal alle für 1,5 Sekunden, dann für die nächsten 8 Sekunden habe ich 100% schon dazu und mache Bonus-Damage, abhängig davon, wie wenig HP der Gegner noch hat.
Interessant das Ganze. Ich habe am Anfang wieder Flash mitgenommen. Für mich ist das einfach Wahl Nummer 1. Ich habe übrigens keine Kosten für Skills, nur Cooldown. Ah, muss ich den Nahkampf mal casten. Gut. So, hier habe ich schön wieder getroffen bei einer Fähigkeit, beim Fußskill. So schön Auto-Tacken, habe ja Livestream mitgenommen. Wo ist mein Supporter hin? Hatsching ist immer ein guter Sound, wenn er das ruft, da hat er Geld gemacht. Oh, ich bin gestunt. Ah, komm mal. Nein, ich bin tot. Aber es ist ein Tower Reifer, der laufen wird dafür auch sterben. Komm, ach nein. Er stirbt auch noch der dafür. Der Supporter, der bei dir auf der Lane ist, der scheint mir zu gefallen. Ich glaube, der kann sich heilen. Ich weiß nicht, ob er auch dich heilen kann. Das hält er sich immer schön hoch. Wir nehmen einen Heiltrank. Gut. Ah, das haut mich natürlich in der Lane ganz schön zurück, weil ich zwei Level jetzt hinten liege. Der Dark Phoenix denn wirklich der Supporter? Der mit dir auf der Lane ist, das ist der mit dem Wolf, oder? Ja, ich nehme es an. Ich weiß es nicht. Er hat so zwei rot leuchtende Hände. Und wir hatten zwei, blaue Hände die als Supporter spielen wollen. Ja, das kann sein, klar. Blau verbündet, rot für Gegner. Der wollte die Rolle Supporter spielen. Irgendwie ist das für mich aber ein Damage-Dealer. Wahrscheinlich hat er es einfach nur genommen, um damit auch zwei Carries auf den Lane gehen können. Klar, der eine holt sich. Aber der holt sich auch die Kills bei denen. Das heißt, er wird wahrscheinlich hier als Carry durchgehen. Ist alles bei Tab auch? Was, die Rollen sind bei Tab noch? So, wunderbar. Er ist der. Ja, er ist hier als Carry drin. Und der andere ist der Support. So haben wir das so abgepasst. Wahrscheinlich, klar, kannst du so auch zwei Carries auf eine Lane schicken. Probleme. Ja. Ich muss nur damit klarkommen, dass ich keinen Smartcast habe. Das ist die Vision Grenade übrigens gerade gewesen. Spiel mit dem Wolf, der ist sehr gefährlich. Den müssen wir auch nochmal angucken, damit ich da auch alles weiß. Klar, wir kennen jetzt die von dem kenne ich die Fähigkeiten jetzt noch nicht. Also in Bedrängnis, wenn er mich hier fies angreifen will. Der eine wirft mit Farbkugeln. Das ist richtig. Oh Gott, der Jungler ist schon Level 6 von denen. Ich bin gerade Level 3. Das ist ungünstig für mein Leben. Schön, wie sich auch das Gras mitbewegt, als ich die Granate in den Busch geworfen habe. Anscheinend weiß er nicht, dass das aufdeckt. Seine zweite Fähigkeit ist der Teleport. Mein Supporter muss jetzt gerade die Lane schon verlassen. Was macht unser Jungler? Denn wir haben ja auch einen, glaube ich. Oder ist der weg, weil einer von uns steht in der Base? Und jetzt müsste mein Supporter sein, der in der Base steht, hoffe ich. Unser Jungler steht gerade unten und haut da auf die Minions ein. Es wird gerade richtig gut erwischt am Tower. Ab. In die Fähigkeiten von den Leuten noch nicht. Hoffe ich aber lieber hier, damit ich gesehen werde. Ah. Wir verlieren unten ziemlich stark, weil Supporter plus Assassin gegen zwei davon. Das geht in die Hose, jetzt vor allem, weil sie auch so einen Killvorteil haben. Oh, das wollte ich nicht. Schnell wieder verkaufen. Ich hoffe, das war noch nicht zu spät. Ach, war sogar richtig. Ich musste zweimal Damage kaufen. Na, dann nochmal kaufen. Natürlich jetzt ein Fehler. Haben wir zweimal das Level 1 Item. Aber das ist gewollt, weil wir am Anfang Lane-Nachteile haben. Finde ich das ganz gut so. Ja, ich habe unten auch einen massiven Nachteil, aber alles, was ich brauche, ist jetzt erstmal teuer. Erstmal die Basics geholt. Ich wenigstens ein bisschen Lifesteal auch habe. Ich hätte vor allem gerne XP. Bin mal gespannt, wie viel Burst Damage ich raushauen kann. Wenn ich meine Ulti noch mit dazu habe, ich werfe meine Aufdeckgranate hier in die Büsche rein. Hab beide getroffen. Okay, mein Supporter geht rein. Zu früh, meiner Meinung nach, da der Typ mit dem Wolf so viel Schaden macht. Aber wir farmen gerade gut. Da lohnt sich das Basic. Hier ist einer drin. Wo ist er hin? Frech. Hier glaube ich ein Minion Camp oder nicht? Nein? Fallen. Oh, diese Farbe.
Nein, hab verfehlt. Das war mein Kill gewesen. Nein, hab noch gekriegt. Okay, meine Ulti hat irgendwie... Achso, ich wurde hochgehoben. Und bin natürlich voll gestorben. Das haben wir richtig gut gemacht. Weiß nicht, warum meine Ulti jetzt im Nachhinein den Gegner getötet hat. Ach so, das ist erstmal ein Dot, den er verursacht, der 5 Sekunden danach noch Schaden macht. Deswegen ist er gestorben noch. Ich dachte, ich hätte mit der Ulti verfehlt, weil er in den Busch gerannt ist. Aber nein, die hat getroffen. Hat dadurch auch den Kill gemacht noch. Ja, den Jungler hat mich auch gerade gekillt. Der ist ziemlich stark bei denen. Aber ich habe ja Teleport. Aber ich gehe mal zu unserem Jungler. Vielleicht bringt mir das was. Der ist leider nicht so hoch wie der Gegner-Jungler. Er verhaut uns auch. Ich hab leider nichts, um ihm zu helfen. Da kommt auch noch der nächste. Der Gegner-Jungler ist sehr hoch. Ja, der war schon Level 6, als wir gerade Level 4 waren auf unserer Lane. Kurz vorbeigelaufen. Mittlerweile Level 9. Ich bin aber auch Level 7. Ich bin nicht allzu schlecht unterwegs. Nee, ich bin Level 6. Kaufe mir als erstes natürlich das Lifesteal-Item. Wegen Lane-System möchte ich hier haben. Deswegen gehe ich da zuerst drauf. Guck mal, kann ich mir hier noch was anderes kaufen? Nein, ist alles zu teuer. Mindestens 800. Mein Supporter macht irgendwie kaum Schaden. Ah, wenigstens war er tot. Es steht 6 zu 8, aber wir haben massiven Minion-Vorteil. Ne, Geldvorteil, Entschuldigung, das ist das extra Cash, glaube ich. Oh, das hört sich gut an. Das nehmen wir direkt mal mit. Wir haben 3 Cash-Basen. Ihr habt ja gerade oben eingenommen, bevor ihr gestorben seid. Nicht wir, nur er. Ach ja, du bist sogar entkommen. Oh, da ist er wieder. Oh nein, der Level 10er jetzt. Ich habe meine Teleportgranate. Ja, diesmal abgefangen hat, deswegen wollte ich Man sieht auch, der hat 61 Last Hits, der Gita Jungler. Das ist ein Biest. Ja. Der Spieler bestimmt, hat bestimmt schon den anderen Beta-Tests mitmachen können. Aber ist ja alles in Ordnung. Wir gucken uns das Ganze an. Wir stellen euch die Champions erstmal in den ersten Runden vor. Feinschliff kommt dann, wenn wir alles durch haben. Alle Champions kennen. Ja, wenn wir alle kennen. Alle kennen kann man am besten, wenn man sie auch alle mal gespielt hat. Deswegen gehen wir gerade alle einmal durch. Sollte die Lane eigentlich nicht verlassen. Aber ich komme gerade noch dazu zu euch. Oh nein, der Al. Ja, ich bin schon gestorben, leider. Come on. Ich glaube, ich habe da gut reingeschossen. Ich weiß es noch nicht. Jetzt ist nur noch der Ultra-Typ von denen und ihr drei. Das haben wir. Ja, dafür verlieren wir, glaube ich, die Binding oben. Is under attack. Durch meinen Lifesteal kann ich mich hier schon ein bisschen hochheilen, beziehungsweise die Creepcams mitnehmen. Ich weiß, wir haben einen Jungler, aber das wollte ich jetzt mitnehmen. Ich brauche die Kohle gerade. Gib mir auch hier ein bisschen XP, da wir da oben das Binding eh schon verloren hätten, bevor ich da gewesen wäre. Ist aber nicht schlimm. Ich bin manchmal, dass die Binding auch Geld gibt für mich, wenn ich hier hinten stehe. Macht man bitte schnell. So, wir kriegen die Gegner Binding nicht. Doch. Ich bin oben. Achso, du bist oben. Von oben wieder, also. Okay, ich kaufe am besten erstmal Level 2 immer, statt ein Level 3 zu kaufen, um ein bisschen mehr Power zu kriegen. Ich finde das genial, dass du es wirklich so. Du hast einen Überblick auch über die Items, finde ich. Ich weiß, wo ich hin möchte. Wir müssen uns nur ein bisschen ranhalten, dass wir diesen Obertyp da down kriegen immer. Ist jetzt. Okay, er ist Level 11, ich bin Level 10. Unserer ist auch Level 10. Das haben wir den Vorteil wieder nachgeholt. Ja, haben wir 2 Bindings down. Der Wolf. Wer ist das? Der Paintball-Typ. Ich kann das zweite Passiv wählen, das will ich auch jetzt. Ich nehme wieder Sprint. Escapes gerade vor dem Hyper-Carry. Und als nächstes wollte ich dann noch, wenn wir zum Level 20 kommen, das Schild mitnehmen. Na, unten beide jetzt SS, die können zu euch hochkommen. Portet mich gerade weg. Ich hoffe, mein Support macht das gerade auch. Wir da? Mit. In der Mitte haben wir den ersten Entwicklungsbaum da. Kleiner Gegner. 2000 Gold kaufe ich mir. Wird mir Range vorgeschlagen? Nein, ich soll mir das hier kaufen und ich werde das auch direkt ausbauen. Ich habe jetzt das Lifesteal-Item als erstes komplett gebaut. Ihr seht hier, Power,
Mastery. Was Mastery genau macht, das tut mir leid, weiß ich nicht. Ist das die Mastery, mein Bonuseffekt von... Das denke ich nicht mal an. Von meinem Fähigkeit, die ich am Anfang aussuche. Bin ich mir aber unsicher, werden wir euch auch noch darüber informieren. Auf jeden Fall, Mastery plus 15 macht das, mehr Damage, mehr Lifesteal. Und wenn ich Schaden verursache, mache ich mehr Schaden und bekomme mehr Lifesteal. Also viel angreifen, gleich alles mehr. Lange, wie wir auch oben den Tower haben, das Binding, sag ich mal, kann ich auch jungeln. Oh. Komm, Headshot! Ja. Der Gegner ist ein bisschen größer hier. Hm. Ich bin gerade gestorben, leider. Ja, der geht auch schnell down. Seht ihr an dem blauen Ring? Der bufft mir 20 Angriffstempo und wenn ich eine Fähigkeit benutze, bekomme ich nochmal zusätzlich 20 Angriffstempo. Hört sich doch gut an. Oh, ein Haste-Buff. Ich soll mir Wacy bauen, das reicht noch nicht. Ich soll mir Admantons holen und Hostility, das reicht schon, dann nehmen wir das doch direkt mit. Ist ein kleiner Aura-Buff fürs Team, 20 mehr Power, 10 Mastery. Achso, sie ist gerade Ultra-Bomben-Netz weglaufen. Ja, ich kann aber auch nicht, ich kann die nicht, hatte ich kein Spiel mehr ready. Ich wollte reinflashen, um mal dem Assist dabei zu sein, aber der hat uns da richtig fertig gemacht. Da wollte ich eigentlich dazu schießen, um den Kill mit der Ulti zu kriegen, aber... Da war er schon tot, als ich da war, und dann kam der eine Champion reingerannt. 800 brauche ich für das eine und für beide. Ich muss zweimal Aggression kaufen. Kostet nämlich 835. Your spirit well is under attack. Your spirit well is holen Sie einen zurück. Ja, aber nur einen. Wir kriegen gerade 56 oder haben gerade 52. Das ist extra Geld, oder? Das, also ja, das sind das sicher, wahrscheinlich das alle 5 Sekunden oder so wir kriegen. Diese Zahl geht jetzt natürlich runter, weil wir unsere Leute verlieren. Ja klar, klar. Je weniger Leute Geld tragen, desto weniger ist auch dann die Kohle, die ankommt. Oh, ich wurde in Torreichweite gestunt. Das ist natürlich ungünstig. Jungeln gibt sehr viel XP, muss ich sagen. Also wenn ich so ein Creep-Camp mache, stehe ich relativ gut da. Der große Typ mit dem Schwert ist ziemlich mächtig. Hat man absolut keine Chance mit ihm sich zu duellieren, weil man nicht volle HP hat. X90 Creep Kit ist er natürlich auch schon sehr gut dabei vom Spielen her. Jetzt höre ich auch mal auf mit Jungle hier, nachdem ich die gekillt habe, und push weiter die Lane. Da ist keine Gegenwehr gerade da. Ja, die sind ja gerade alle unten. Ja, 2-2 mit den Geldbasen. Ich kann auch noch oben nicht zurücktappen, ist noch geschlossen. Das wird wahrscheinlich hier die Zeit sein, bis man es wieder einnehmen kann, dieser rote Ring. Du kannst halt die Minions töten, dann kriegen sie ja kein Geld dafür. Auch interessante Technik, also an sich. Habe ich hier oben einen Gegner? Das ist der, mit dem ich mich nicht im One-on-One anlegen möchte. Fisch. Waffe in der Mitte steht noch. Ich kann unten mal schnell helfen kommen, vielleicht. Oh Gott, das sieht schon fast wieder down. Rind an. Boah. Bin verflucht. Ja. Der Typ ist ziemlich strong. Weggeflasht. Kann man auch gar nicht kaufen hier. An ally has been slain. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Der ist jetzt richtig voll. Mit 105 Creep Kills hat er uns aber auch angezeigt, wie es wirklich richtig geht. Na, er hat die ganze Zeit wahrscheinlich die richtige Jungle-Route benutzt. Ist ja auch wichtig, das zu lernen. Er hat aber 5 Kills gemacht, 2-mal gestorben ist jetzt. Hast du das Frettchen noch nebenbei? Nein, der ist rausgekommen. Hab ihn. Ja. Ich wollte nicht hinterherlaufen, weil er mich mit einem Schlag hätte töten können. Not yet.
Pushen wir mal schnell die Lane hier. Unten kann man das schon wieder einnehmen. Nee, ist noch ein Lock davor. Hier ist ein Gegner, der rennt weg. Das ist der Support. Ja, das ist der Support. Wenn wir wischen geht, kann ich nochmal ansparen. Nee. Steht doof. Abhauen. Du bist tot, oder? Ich hab ja auch einen Dash. Ja, die ist halt. Das... Die macht dich halt nass, wenn du wenig HP hast. Dann macht die immer mehr Schaden. Komm mal lieber komplett. Oh, der Gegner in der Mitte, ich weiß nicht, ob die Gegner den gemacht haben, aber ja. Ich glaube, der entwickelt sich auch von alleine weiter. Ja. Na, jetzt ist er leider auch mein Lane-Partner ziemlich stark, also mein Lane-Gegner. Is under attack. An enemy has been shut down. Verteidige die Base hier ein bisschen. Well, da mal Vision reinschießen. An enemy binding has been destroyed. Oh, wir haben oben einen zweiten Tower gemacht. Oh, dann müsste sogar genug Geld, um das zu kaufen. Geben zumindest nicht auf. Ja. So, ich kann mir ein Item komplett kaufen oder nochmal das Level 2. Ich kaufe mir mal hier Rage. Ach, erzähl ich. Auto Attack macht Armor Penetration. Ganz normale Rage, also draufschießen, gleich weniger Rüstung für den Gegner. Gut für mich, beide draufschießen. Nächste Core-Item, was ich mir holen soll, ist Destruction, was dasselbe macht. Nicht beim Draufschießen, sondern passivmäßig. Also ganz viel Armor Pen. Das könnte mir gegen den Tank vielleicht sogar nochmal helfen. Wollte ich mir den Buff eigentlich holen, den Haze-Buff, aber er ist der Jungler. Bei ihm das alles. Aber die XP nehme ich hier mit. Da oben sind zwei leider. Wenn da noch einer von mir wäre, würde ich da oben angreifen. Jetzt habe ich sie erwischt. Alle bei dir, ne? Dann hole ich. Oh, Killing Spree. Gut, ich hole unten den Tower. Wenn sie alle unten. Euch oh, richtig geil gespielt, muss ich sagen. Wunderbar. Und ich hole auch den Tower hier und kann vielleicht auch die Basis einnehmen. Wir gucken, wie lange brauchst du noch. Na, jetzt noch. Kommt das Problem hier oben. Okay. Der Champion ist da. War Enemy Binding wieder destroyed. Ja, ich habe also, unten das Binding geholt. Ich werde auch vielleicht den Inhibitor holen, wenn mich jetzt nicht aufhalten. Hier, der Chef ist noch oben. Ne, da kommt meine Gleichstellungsbeauftragte. Er will mich Tower diven, glaube ich. Ja, er Tower divet. Okay. Nee, haut ab, er muss abhauen. Haha, da läuft er. Fühlt sich stark. Ich hau mal den Gegner ein bisschen Geld weg. Aber auch mal eine Fog of War Grenade rein. Ist keiner drin. Den konnten wir verhindern. Wir haben auch 2000 Gold. Das ist sehr gut für uns. Der Kill gerade oben, der Teamfight, sag ich mal, der hat uns richtig Spielzeug gebracht. Wieder, ich bin wieder drin. Hoffen dadurch, glaube ich. So. Mama hier. Bereich markiert. Okay. Den wollen wir uns kaufen. Live Drain. Ich lauf mal weg. Kann ich ihm da nicht helfen? Oh Gott. Ich weiß nicht, ob er es geschafft hätte. Er hatte guten Abstand aufbauen ja, können. Ich hätte da keine Chance abzuhauen hier. Er rennt schneller. Ganz einfach, er rennt schneller als ich. Deswegen habe ich jetzt zwei Escape Summoner Skills mit. Hm. Hier kommen sie. Binding is under attack. Your binding has been destroyed. Ich hab ihn gekillt, bevor er gelandet ist, glaube ich. Nur, also in den Großen haben sie keine Chance im Kampf. Da kam er aber. Ja. Level 19 jetzt, wir sind zwar auch schon Level 17, aber der hat uns jetzt gerade richtig nass gemacht. Ah, Mist, mir fehlt 65 Tacken. Obwohl 30 Sekunden tot, könnte vielleicht hinkommen. Also ich könnte ihn töten, wenn ich denn lang genug lebe, um meine Ulti auf ihn drauf zu kloppen. An ally has been slain.
Das Match ist noch nicht verloren. Wir können ja nur stärker werden. Und ich bin auf jeden Fall, wenn ich nicht fokus, hat er keine Chance. Er darf nur nicht mich zuerst erwischen. One hittet leider nicht, deswegen nehme ich mir gerade ein Defense-Item. Ja. So. Haben wir mal gekillt. In einem Teamfight werde ich mich jetzt gleich für jeden Kill oder Assist heilen. Deswegen versuche ich das Item zu holen. In der Hoffnung, dass ich nicht als erstes sterbe. Die 20 Gold warte ich jetzt auch noch ab. Es war ein bisschen blöd, aber das Item lohnt sich. 15 Gold noch. Yep. Oh, ich glaube, die Tower bilden sich auch nach, wenn sie nicht der Inhibitor Tower, sondern alle. Weil der war immer nur der letzte. Ja, genau. Ob das stacken kann, weiß ich nicht. Jetzt auf einer Lane beide Tower tot, wenn sie sich beide. Doch, sieht man, da ist eine Linie, die geht von einem Tower zum anderen, die baut sich gerade komplett auf. Das heißt, ein Tower bauen sich auch, wenn zwei Tower auf einer Lane sind, kaputt sind, nochmal neu auf. Hier kann sich noch alles drehen. Ja, wir haben die gekillt. Und Ulti an und wollte ihn jetzt auch umbringen. Ja. Schau mal, ob ich den in der Mitte jetzt alleine schaffe, wenn das noch Stufe 1 ist, aber ich glaube, das ist Stufe 2. Stufe 2 oder 3, das ist ein Drache. Ha. Solltest du vielleicht nicht alleine machen? Nee, aber ich brauche jetzt Hilfe hier oben. Ja, unten geht dann für der Tower down auf jeden Fall. Das Bein nehme ich jetzt auch. Oh ne, das Binding bleibt sogar noch. Auf jeden Fall unten, das kann ich glaube ich nicht retten. Dafür ist er zu stark, der Tower macht ihm schon keinen Schaden mehr. Wir sind oben sehr gut unterwegs. Gut, dann ich werde ihn unten töten können wahrscheinlich. Nein, er hat mich geslowt und ich kann ihn nicht zurückslowen. Oh, hier oben ist die Assassin. An enemy is relentless. Oh, der Assassin hat jetzt mich geslowt oder gestunt oder ich konnte auf jeden Fall keine Fähigkeit nutzen. Sehr interessant auch der Charakter. Wir haben hier noch ein Item auf Level 1, davon soll ich mir das kaufen, Destruction, dafür brauche ich Aggression, das kostet so viel. Was kann ich mir aus Resolve bauen, um jetzt mal hier was anderes zu gucken? Magic Resist, macht diesen wohl magischen Schaden? Ich weiß es nicht. Ich kriege aber für diese Fähigkeit bekomme ich ein Schild, wenn ich unter 30% HP lande, deswegen werde ich das machen. Deswegen kaufen wir jetzt Resolve bauen, ein bisschen anders als das hier steht. Jetzt kaufe ich mir Valor als nächstes. Ich habe einen Game Buff erhalten, der gibt mir Rüstung und ich kann das sogar nochmal stacken. Dreimal für noch mehr Rüstung. Mit 31 zu 36. Für die Gegner, jetzt 236, ist noch knapp, mir macht der gegnerische Tank nur gleich mal große Sorgen. Ich nenne ihn jetzt mal Tank. An enemy binding will respawn soon. Er springt an und rennt weg. Wer ist das da bei dem, bei unserem Verbündeten da unten? Das bin ich und das ist der Böse. Versuche ich, wenn du jetzt sterben sollst, dass ich da vielleicht noch was machen kann. Ich habe ihn ziemlich gut runtergehauen, er hat seine Ulti rausgehaut. Er ist dahin. In dem Busch. Unten oder oben? Scheiße. Bestimmt oben. Nein, hier ist er. Ja. Your spirit well is under attack. An enemy has been slain. Gut, ich hab viel Lifesteal gehabt, ich hab noch gut überlebt. Ja, sie ist halt, wenn ich HP hast, macht sie halt Bonusschaden. Bei mir jetzt, ich mach bis zu 450 mehr Schaden pro Schlag, je weniger HP du hast. Wir haben ihn gekillt und den anderen, wir haben jetzt drei verloren, die haben vier Tote gerade. Ne, zwei, Entschuldigung. Das Level geachtet. Puh, 34 zu 39. Kriegen wir hin. Wir kriegen auf jeden Fall mehr Passivgeld.
Ich glaube, ich nehme mal Wither mit, falls der Typ nicht mehr angreift, damit ich ihn wizzern kann. Your binding is under attack. Your binding has been destroyed. Oh, wir haben den Kampf. Maru ist mit dabei. Ja, ich wurde leider was macht er? Er wurde der Ding. Hund war nur unsichtbar. An enemy binding will respawn soon. Your spirit well is under attack. An enemy. Okay, okay, okay. Auch wieder am Leben, kann mir aber noch nichts kaufen. Ich hole mir den Haste Buff, der steht nämlich da. Ja, ich brauche mal HP hier. Ah, jetzt hat er erwischt. Hätte mir unser lieber Freund da oben geholfen. Wir haben aber gerade alle 4 Goldbasen, das kann uns auch noch einen Vorteil geben. Ja, aber jetzt, er wird sterben. Aber der kann ihn nicht einnehmen da oben, oder? Nee, leider nicht. Hätte mir geholfen, hätte das glaube ich geschafft. Ich würde gerne mal versuchen, ob ich mit dem Haste Buff vielleicht das Monster schaffe. Mhm. Wenigstens mal antesten. Weil es gibt mir ja für jedes Mal schießen, schneller schießen. Hört sich doof an, ist aber so. Und damit heile ich mich ja auch wieder. Jetzt haben wir gleich wenigstens riskieren kurz. Jetzt sind wir gleich nur noch unten. Wir haben auch unsere Basisplatz. Schade, wenn mit einem Hilfe, wenn einer helfen würde, könnte ich es schaffen. Ja, ich kann gleich kommen. Ja, ich habe schon viel HP jetzt verloren. Womit wird denn der Hibitor? Okay, die schaffe ich nicht. Ja. Ah! Wenn ich reinkommen würde. Aber der war geil, wie ich da ja geflasht bin hinter sie. So, zusammen mit Granit. Die Beine können wir nicht holen. Wir können jetzt vielleicht noch den Buff in der Mitte holen, um gleich noch nichts Shame zu kriegen. Kannst du, hast du ein bisschen Lifesteal? Ja. Und Mengen. An enemy binding has been destroyed. Bei uns ist schon einer gelieft, habe ich gerade gehört. Einigen? Einer sagt 4 und 5. Einfach nach AFK rumstehen, ja. Wenn ihr euch wundert, warum ich immer meine Fähigkeiten schieße, wegen meinem Passi, also wegen meinem Buff. Oh, bin verbrannt. Jetzt auch. Kriegen wir ihn trotzdem. Das war jetzt vielleicht nicht ganz lustig, was wir gemacht haben, aber wir kriegen den Buff eh nicht ab. Aber er gehört uns um 500 Gold. 500 Gold ist viel. Ja, es war schon Level 3. Er hat da ganz schön viel Power gegeben. Noch ein Defense-Item. Ich hätte gerne noch ein gelbes, ein Hunger-Item. Kann mal durchschauen, was es hier so gibt. Ich suche mir mal eins gegen diesen großen Typen. Den will ich haben. Je weniger AP ich habe, desto mehr Haste bekomme ich und desto mehr Lifesteal. Deswegen bauen wir nochmal auf Hunger und dann auf Consumption. Was gibt's denn hier oben dann noch? Ach, da könnt ihr. Was bringt mir das denn? Zweimal selbe Item? Ist das Absicht? Kann ich auch nicht sagen. Ich suche gerade. Das ist jetzt interessant, aber kommt bestimmt noch an, was ich vorher haben möchte. Die Panzer ist 2. Obenrum ist billiger. Ich muss unbedingt schauen, ob es da unbedingt noch einen Unterschied gibt. Aber anscheinend ist obenrum billiger. Your binding has been destroyed. Ja. Bin schon wieder da. Entschuldigung. Ja, ich musste auch gerade kaufen. Mein Gott. Ich dachte, ich wäre auch noch tot gewesen. Okay, oben, oben, oben. Wir können ja nichts machen, ich musste nur ein Item gegen die. An enemy has been slain. Oh, ich bin noch gestorben. An enemy has been slain. Your binding has been destroyed. Und jetzt noch. Oh nein, das ist die. Ich kann noch meine dritte Fähigkeit hier nehmen. Shield. An ally has been slain. An enemy
has been slain. Komm schon, die Saya kaufen. Jetzt habe ich mir ein Schild geholt. Gib mir, habe also ein Schild, was Schaden abfängt und Rüstung und Magieresistenz. Macht. Wie lange seid ihr noch tot? Ich bin gerade respawned. Weil wegen der Base, deswegen dachte ich, muss ich vielleicht zurück. Dauer mal ein bisschen den Gegner jungeln. Natürlich ist der Große weg. Nein, da ist er. Für alle rein hier. Eine riesige Party mit Minions. Oh nein, oh nein. Aber der kriegt das nicht mit. Ah, die anderen kriegen das mit. Komm auch nicht weg. Nee. Das ist schade, man kann noch nicht, das stimmt leider, man kann sich noch nicht ansehen, wie man getötet wurde, wer was mit wie viel Schaden gemacht hat. Schade, dass er in den Busch reingeguckt hat. Ich glaube, ein Minion hat kurz rausgeguckt, weil es zu dick war. Vielleicht haben sie nicht gesehen. Ja, hat mich mitgenommen. Your team has captured a spirit well. You have been slain. Ja, ich kann mich mit drei Leuten auf einmal anlegen. Das ist nur der Supporter. Oben ist einer von unseren auch als Supporter eingetragen, ist aber ein Carry und unser Ritter ist auf der oberen Lane. Ich habe noch 24 Sekunden Respawn-Timer, bis ich wieder unten helfen kann. Noch vielleicht auf ein anderes Item schon mal bauen. Nochmal unten. Die Regeneration. Oder zu Ende bauen erstmal. Ist aber teuer. Ich hole mir ein Help-Item. Your team has captured a spirit well. Wir versuchen erstmal an Geld zu kommen. Schnell hier unsere Base defenden. Ja. Kommt da alles? Silence, nein! Oh, hab ich mitgenommen. Triple Kill. Okay. Oben den Quadrat raus. Ich stun ihn, wenn er kommt. Wilser. Ich weiß nicht, ist im Jungle abgehauen. Hat mir jetzt Geld gegeben, da kann ich kaufen gehen. Unten ist was. Unten. Beide. Ja. Your binding will respawn soon. An ally is relentless. An enemy has Alles klar, wir schaffen es vielleicht. The enemy team has been annihilated. Ace heißt hier annihilated. Nee, so nicht. Annihilated, ja genau. Annihilate, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Munition kaufen und welches Health-Item bauen wir aus? Ja, das. Kriegen wir HP bzw. mehr Haste, wenn ich weniger HP habe? Wieder dieser Schneeball-Effekt. Können wir uns auch noch schnell kaufen? Verteidige halt so lange. Aber das nehmen wir noch mit. Gibt uns 400 Health mehr. Wegen was man hat, das hat man. Hab ich mitgenommen. Ja, man kann rausflashen, eindeutig. Ja, das ist aber glaube ich nicht gewollt. Du kannst flashen, bevor du landest. Das ist ein bisschen zu stark. Dann fällt nämlich die Ultra weg durch Flash, nachdem er getroffen hat. Dann kannst du Mitte kommen? Ich bin fast tot, aber ich kann. Ah, okay. Ja, du wirst es wahrscheinlich nicht schaffen. Oh ne, die Aura von dem macht so unglaublich viel Schaden. Von dem Ritter, ne? Ja. Ich bin reingesprungen, obwohl ich mich angegriffen habe, ich bin sofort gestorben. Push mal die Top Lane.
An ally has been slain. Okay, ich brauche Haste, mehr Haste. Ah, unten gehen sie durch, muss die Base. An enemy binding has respawned. Your binding is under attack. An enemy has been slain. Das hört sich gut an. Ally double kill. Oh, ich mach so viel Schaden jetzt. Ja. Okay, also meine Aufgabe ist einfach nur, die Leute von dir abzuhalten, dass sie dich nicht kriegen. Ah, wurde ich gepaintet. Aber vielleicht wird der Bunny-Typ noch. Ah nein, kommt die Ultra-Typi. War wieder zu gierig gewesen, hätte ich nicht gechased. Bin aber wahrscheinlich ich schuld, weil ich nicht mitgekommen bin. Ich bin aber bei dir jetzt gleich, also ich springe sie an, wenn sie dich anspringen. Hab ihn da mitgenommen? Lebt noch, ne? Nein. Ist der selbst bei? Kriegt der Schaden beim Aufprall? Nee, er ist gestorben, bevor er hochgegangen ist. Ach so, okay. Wir haben alle 4 Goldbasen, wir kriegen 53 Ticks. 54 sogar zur Nachgespawn. Autotext funktioniert nicht ganz. Mach ich alle mal weiter. Der ist das Problem, den kann ich nicht angreifen. Der Range hat der Tower dennoch. Oh, okay, der Tower hat so. Der macht immer noch extrem Schaden, der Tower. Wenn ich meine Ulti habe, greife ich die gleich an. Vom Tower. Oh. Nein. Oh. Voll ihn gerade. Ja. Your spirit well is under attack. Komm, ja. Oh, das ist gut, da haben wir gut, ne? Ja, jetzt müsst ihr am besten so viel mitnehmen wie möglich. Well, ah, die andere Killer-Tussi ist da. Oh. Nicht mehr stehen, ja, wenn die Ultra macht. Ich mach so viel Schaden. Ja. Nice. Das kriegen wir noch. Man sieht auch rechts die Restkammer der Gegner, oben rechts. Dass man das direkt weiß. Also lebt nur ein Gegner, der Rest nächste Gegner kommt erst in 30 Sekunden wieder. Das ist der einzige Gegner, der noch lebt. Lass dich nicht dashen. Ach, der kann einfach nur weg. Ich hab so viel Lifesteal. Ja. Okay, noch 15 Sekunden, bis der nächste Gegner lebt. Da komme ich noch durch. Und noch 20 Sekunden, bis der nächste gefährliche Gegner lebt. Ich habe jetzt als letztes Item noch, das macht prozentual Max HP Damage. Das hört sich doch super an gegen diese Ultra Tank, die sie haben. Versuche jetzt auch nochmal umzukaufen, ich habe so viel Kohle gerade noch über. Wollen wir den Mittelbach kurz machen? Ja. Werde ich meine Ulti dafür verwenden, aber die hat ja nur eine Minute Cooldown. Kann ich irgendwas ping? Ja. Your spirit well is under attack. Okay, ich mach dann an. Nebeneinander stehen wegen dem Atem. Ja. Ach, der hat Bomben. Ein Spirit Well für den Baron Buff. Dieser macht 60 Power und 3% Regen. Das ist auch okay. Echt? Ja. Bei mir hat der Unisat 20 Bonus Power und 10% an 10 Mastery. Ah, das ist also Leute angepasst. Ja. Mhm. Oh, ich habe einen 1100er Crit gemacht an dem Unisat. Your spirit well is under attack. Ich denke ein bisschen. Your spirit well is under attack. Oh Gott, der macht Schaden. Ich bin oben, glaube ich. Ja. Ich mach direkt Schild an beim Landen. Ah, ich bin da gestorben. Oh, dein Lifesteal, dein Lifesteal. Ja, ja, komm an! Die gefällige Tussi hab ich gekillt mit mir. Ich hab Lifesteal. Ja, die zwei Stärken haben sich auf mich gefokussiert. Das war natürlich nicht so clever.
Puh, da war ich noch rausgekocht. Lebt noch einer, der nächste hat 15 Sekunden. Ich würde sagen, das Spiel ist dann, wenn es dann. Das ist nicht vom Tower Pokus. Ja. Das ist nichts mehr da, der blöde Wolf hat aufgeräumt. Ja. Minen. Noch 30 Sekunden habt ihr. Dann kommt die Ultra-Tussi. Die wird dich dann direkt mit Ulti auf dich stürzen und dann wirst du wahrscheinlich sofort sterben, also. Solltest du jetzt noch in 50 Sekunden beenden. Keine Minions mehr. Nächste Runde. Vielleicht zurückziehen lieber. Kauf ich noch mal ein. 7000 Gold, da könnte ich umkaufen. Oh, jetzt sterben sie alle dafür. Bin ich schon Base jetzt? Ja. Kaufen wir natürlich, das Item wollte ich eh haben. Was kann jetzt weg? Ich wollte eigentlich mehr Textil haben, aber ich habe zweimal Lifesteal eigentlich. Ne, eigentlich bin ich zufrieden. Viel Life Drain, viel Power. Dafür greife ich zwar nicht schnell an, aber dafür mit viel Schaden. Dafür kann ich mir aber noch die Tränke kaufen. Denkt an hier, Consumables, gibt es auch noch Fläschchen. Echt, gibt auch Fläschchen? Wie viel kostet die? Bei 325 kostet die mit maximaler HP und die für Geschwindigkeit und Damage kostet 375. Wie viel kann man nehmen? Bei. Ich habe auch beide getrunken, sind 2 Minuten Buffs. Damit würde ich jetzt durch. Weiß, hätte ich jetzt noch nicht trinken müssen. Aber ich gehe jetzt davon aus, dass das hier die letzten Kämpfe werden. Ja, es ist halt einfach nur, dass sie dich nicht kriegen und dann haben wir gewonnen. Geld brauche ich auch nicht mehr, deswegen töte ich gerade die kleinen Minions nicht. Ich kann nichts mehr kaufen. So, unten ist jetzt ganz wichtiger Kampf. Wenn der stirbt, dann haben wir schon fast gewonnen. Ich bin jetzt auch da. Ich auch. Da schiebe ich jetzt die Ulti rein. Und jetzt wird reingeballert. Okay, mein Leben führt die wichtigen, das ist okay. Da stirbt man doch gerne fürs Team. Jetzt hier nur noch der Wolf-Typ übrig für 30 Sekunden. Was? Na? Tausender Schüsse. Ich bin an dem heilen. Ich versuch mal. Ich will nur wissen, wie viel. Gar nicht. Ja, an dem heile ich mich nicht. Brauche ich aber auch nicht. Ausgewichen. Ah, der letzte HP-Balken ist ein bisschen stärker. Ach, ist ja auch ein Inhibitor respawned. Vielleicht hat er da den Power gekriegt. Das ist mirakulös. 10-5 Sekunden ist der Rest wieder da, also. Mega. Ich bin da. Ja, jetzt sind gleich 2 am Leben. Finish einfach. Aha. Ja, lieber nicht. Ah, nicht gegen die beiden, glaube ich. Aber hier das Enemy Binding vielleicht. Wie lange braucht das? Bis der Kreis da voll ist, und es dauert ja ewig. Ja. Du kannst die Basis kommt noch einnehmen. Über dir. Ah, der ist ja gar nicht so gestorben. An den Minions. Boah, das war hier diese schöne Runde Dawngate. Ein echt langes Spiel. Aber man sieht, man kann noch alles drehen. Der Jungler war richtig gut am Anfang. Wir sehen uns bei der nächsten Runde Dawngate wieder. Macht's gut, Leute. Hier nochmal das Scoreboard. Und tschüss. Tschüss.